bei mir Henrik Duhl. Zweifacher Torschütze zum 3-2-Sieg gegen Malberg. Wie war das Spiel für dich heute? Ja, war anfangs schwierig, muss schon sagen, bei den Temperaturen, die ein bisschen aus dem Nix kommen heute. War schwierig reinzukommen, ich glaube für die ganze Mannschaft, aber wir haben es anfangs ein bisschen schwierig gehabt, sind besser reingekommen, dann auch durch die 1-0-Führung, haben dann das Spiel wieder aus der Hand gegeben, völlig unnötig eigentlich, gehen mit einem 2-1 in die Kabine, kommen aber wirklich sehr, sehr gut wieder raus. Ja, und am Ende meiner Meinung nach verdienter Sieg. Ihr habt jetzt 4 Pflichtspiele, 4 Siege. Am Samstag geht es zur SG Hochwald-Zerf. Ist nicht immer der tolle Gegner. Was erwartest du am Samstag? Ja, du sagst es. Zerf, immer schwierig für uns. Ist immer eklig. Ist eine gute Mannschaft. Die spielen schon jahrelang zusammen. Da müssen wir uns im Gegensatz zu heute auf jeden Fall nochmal steigern, wenn wir da was mitholen wollen. Aber das muss natürlich unser Ziel sein. Wir wollen jetzt, wenn wir jetzt schon oben stehen, wollen wir eigentlich auch nicht mehr so gerne da weg. Aber wir müssen ruhig bleiben. Es sind jetzt 4 Spiele gemacht. Kleine Brötchen backen und dann sehen wir weiter. Okay, dann geht feiern. Danke dir.